einfach nur mal demonstriert, weil die Einbindung in das Berliner Modell sollte ja eigentlich eine Barrierefreiheit bringen und sollte ja eigentlich bedeuten, dass wirklich jeder mit am besten jeder mit jeder Ladekarte hier laden kann. Hallo und herzlich willkommen zu einem verschnupften Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve, ja, und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Warum ich mich hier heute von so einer lauten Straße melde, und zwar nur ganz kurz, ist, wir haben ja schon berichtet darüber und ich verlinke mal die Videos hier mit dem Stefan und so. Es gab ja einen Streit mit Innogy und dem Berliner Senat. Den hat man ja nun beigelegt. Und nun wurden ja die ganzen Innogy-Säulen erneuert und so. Es ist alles super, jetzt sind die Innogy-Säulen halt auch im Berliner Modell. Ihr könnt sie sehen, die erneuert wurden, kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Da steht dann auch BE-Mobil drauf und so. Und so sind sie halt, Entschuldigung, und so sind sie jetzt ins Berliner Modell mit eingebunden. Dennoch sind sie halt, also sie sind halt über Hubject und über E-Clearing erreichbar. Jetzt gibt es aber eine neue Wandlung. Und zwar haben einige unserer Nutzer plötzlich feststellen dürfen, die halt bisher einen BEW oder einen LEW-Vertrag hatten, also Bergische Energiewerke und LEW, ich glaube Lech Energiewerke oder so, schlachtet mich nicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Verträge, die im Innogy E-Roaming sind, dass diese plötzlich die Innogy-Säulen in Berlin nicht mehr nutzen können. Und auf Nachfrage hat man dann erfahren, dass da noch so einiges im Hintergrund gerade am Machen ist. So richtig wissen wir da auch noch nicht Bescheid, woran es hängt, ob das Berliner Modell nun das Problem ist oder ob da die Schnittstelle vielleicht von Innogy das Problem ist. Das sind alles nur Mutmaßungen. Wir können es halt leider aktuell noch nicht wirklich sagen. Fakt ist, es ist nur ein Hinweis für alle, die mal Berlin besuchen wollen und einen Innogy E-Roaming-Vertrag welcher Art auch immer haben. An den Innogy-Säulen in Berlin funktionieren aktuell keine Ladekarten aus dem Innogy E-Roaming-Verbund. Diese Ladesäulen sind erreichbar über Hubject, über E-Clearing, und da sind ja die größten oder die meisten eigentlich drin. So, und jetzt kommt aber eine lustige Tatsache. Wie wir dann erfahren durften, müssen die einzelnen Anbieter quasi diese Funktion freischalten. Und ich habe hier mal so einen kleinen Bunch an Ladekarten, die wir jetzt einfach mal live ausprobieren und dann schauen wir doch mal, wie es, ob es geht. Also erstmal noch vielleicht zur Erklärung, die neuen Innogy-Säulen, die haben jetzt einen RFID-Kartenleser. Für Berliner, die bisher diese Säulen kannten, ohne RFID-Kartenleser, ist er vielleicht ein bisschen hakelig. Das bedeutet, hier an Innogy muss man jetzt erstmal das Fahrzeug mit dem Kabel, mit der Säule verbinden. Dann hält man die RFID-Karte ran, dann leuchtet es hier kurz grün. Wenn es dann grün aufblinkt, dann wurde die Karte erkannt oder dann ist die Autorisierung okay. Wenn es rot blinkt, dann wurde die RFID-Karte nicht angenommen. Wenn es grün geblinkt hat, dann wird es kurze Zeit später anfangen, blau zu leuchten. Und wenn es blau leuchtet, dann lädt das Fahrzeug. So, also gehen wir mal der Reihe nach und drehen. Klicke die Klack. So, ist drin. Jetzt nehmen wir mal allseits beliebte Maingau. Er leuchtet schon grün. Und er lädt. Ihr seht, er hat grün geblinkt. Jetzt leuchtet er blau. Die Karte hat er also angenommen. Es ist wunderbar. Und das ist zum Beispiel auch zu meiner Überraschung, denn kürzlich haben noch unsere Nutzer oder unsere Bekannten gemeldet, dass Maingau noch nicht funktioniert. Aber gut, ich will ja Maingau nicht vorwerfen, sie würden nichts machen, sondern das Video zielt auf etwas anderes ab. Und zwar sollte euer Ladedienstanbieter, der normalerweise über E-Clearing, über Hubject funktioniert, hier nicht funktionieren, dann sprecht
euren Ladeanbieter an. Das heißt also nicht Innogy. Die Säulen sind offen, die sind frei, außer halt fürs Innogy E-Roaming, sondern beispielsweise Maingau. Die müssen nämlich die Verträge für das Hubject-Netzwerk oder für das E-Clearing-Netzwerk freischalten. So. Beenden wir mal. Mann, ist das laut hier. So, jetzt habe ich beendet. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir mal die nächste Karte. So, jetzt ist er, hat er aufgehört zu blinken. Welche nehme ich denn? ADAC E-Charge, also von der ENBW. Halten wir die mal ran. Achso, Quatsch. Ich bin ja dusselig. Muss ja vorher das Kabel einstecken. So. Entweder funktioniert die Farbe rot nicht oder er mag diese Karte nicht. Ah, jetzt. Also ENBW geht hier dran leider noch nicht. Und da sind wir dann eben, wie gesagt, bei dem, was ich gerade gesagt habe. Da gilt dann, sprecht bitte ENBW an, je mehr Kunden ENBW ansprechen. Die können es halt hier ganz normal abrechnen über ihren Dienst. Die müssen halt irgendwie nur in irgendeinem Portal ein Häkchen setzen und das freigeben. So, Kabel wieder rein. Und noch die schöne Telekom-Karte. Mittlerweile heißen sie, ich glaube, Get Charge oder Comfort Charge oder irgendwie sowas. So. Die Karte hat da auf jeden Fall, also er hat auf jeden Fall erkannt, dass da eine Karte dran war. Und Telekom funktioniert an Innogy. Ich mache das aber auch sofort wieder aus. Weil ich jetzt nämlich nicht in der App nachgeschaut habe, ob diese Innogy-Säule ein Partner von der Telekom ist und ob ich hier plötzlich gleich arm werde. So, ein paar Karten habe ich noch. Vattenfall. Mittlerweile Get Charge genannt. Auch immer wieder gern genommen. Habe ich schon eine ganze Weile. Gucken wir mal, ob die geht. Der ist schon wieder erstaunlich lange dunkel. Denke mal, hier würde ich vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Prüfung machen. Ah, rot. Also Vattenfall geht nicht. Schade eigentlich, weil die haben hier in Berlin einen echt guten Preis. Ich glaube 30 Cent die Kilowattstunde. So. Und nach wie vor, mit dem ich hier am meisten nahe, ich habe immer noch die Stromtankkarte der EWE. Die ist vergleichbar mit der Flatrate der SWB oder auch mit dieser, wie heißt sie, Weidoo Flatrate. Stecker steckt, grün leuchtet, halten wir dran. Und wenn ich jetzt die Ladesäule nicht kaputt gemacht habe, ihr habt gesehen, es ist ausgegangen, gleich wieder grün geworden. Das ist ein Anzeichen dafür, dass er auf jeden Fall die Karte akzeptiert hat. Und jetzt lädt er. Ein Träumchen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Warum zeige ich euch das? Man könnte jetzt noch zig andere Karten durchprobieren. Also ich kann euch nur sagen, New Motion funktioniert. Plug Surfing funktionierte zuletzt noch nicht. Komischerweise. Und man sollte dazu sagen, ich habe es euch einfach nur mal demonstriert, weil die Einbindung in das Berliner Modell sollte ja eigentlich eine Barrierefreiheit bringen und sollte ja eigentlich bedeuten, dass wirklich jeder mit jeder Ladekarte hier laden kann. Jetzt sind wir wahrscheinlich gerade noch in der Umgestaltungsphase, also auch wenn die Schilder neu sind, auch wenn die Säulen neu sind, die Systeme, die dahinter stecken, die brauchen wohl noch ein bisschen und solltet ihr mit eurem Ladeanbieter dort nicht laden können, dann bitte ich euch einfach kurz euren Anbieter, von dem ihr die Ladekarte habt, anzusprechen und wenn der sagt,
wir haben mit Innogy keine Verträge, dann weist darauf hin, dass die sowohl über E-Clearing erreichbar sind, als auch über das Hubject-Netzwerk, ja, oder auch Intercharge genannt. Und darüber sollten eigentlich die meisten Anbieter die Ladung ermöglichen. Wie gesagt, Innogy hat, also wir haben die Rückmeldung von Innogy, dass die auf jeden Fall die Säulen freigemacht haben. In diesem Sinne, ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Ich gehe jetzt einen Tee trinken und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.